Diese roten Flaggen darfst du nicht ignorieren. Wir sind großzügig mit anderen Menschen, meistens oder oft zumindest mehr, als diese es verdienen. Außerdem wünschen wir uns Glück in der Liebe und eine Partnerschaft, die ewig hält. Viele Kompromisse werden in Kauf genommen, nur um Beziehungen am Laufen zu halten, die eigentlich gar keine sind. Die Warnzeichen, dass hier nur einer der Nutznießer und der andere der brave Nettozahler ist, sind zahlreich. Außenstehende bemerken sie meistens viel schneller als wir. Doch wie heißt es so ernüchternd? Niemand ist blinder als derjenige, der nicht sehen will. Wir haben dir daher heute die 9 deutlichsten Warnzeichen zusammengestellt, auf die du in jeder neuen Beziehung achten solltest. Sind sie Programm, dann hat deine Liebe nämlich leider keine Zukunft. Nummer 1. Blicke schweifen ständig umher. Dieses Warnzeichen könntest du schon bei eurer ersten Verabredung erkennen. Trifft man sich nämlich mit dir, sollten die Augen deines Gegenübers auch dort ihren Fokus haben. Lässt dein Date aber ständig die Blicke schweifen und taxiert andere Frauen und Männer wie Frischfleisch in der Feinkostvitrine, dann steh auf und geh. Erspare dir dieses Dilemma, es wird nämlich nicht besser werden mit den Prioritäten dieses Menschen. Hier spricht die bloße Biologie aus uns. Was wir begehren, von dem können wir unseren Blick nicht abwenden. Du bist es definitiv nicht. Nummer 2. Heute so, morgen so. Wer seine Meinung ständig ändert wie ein Fähnchen im Wind, ist kein zuverlässiger Partner. Hier zeigt sich, ob ein Mensch Charakter besitzt oder nur mit den Wölfen heulen will, um nirgends anzuecken und überall gut dazustehen. Diese demonstrative Unverbindlichkeit zieht sich nämlich durch alle Lebensbereiche hindurch. Wer heute Capri toll und morgen scheußlich findet, kann seine Meinung auch genauso schnell ändern, was dich und eure Beziehung betrifft. Jeder Tag ist dann wie ein Spaziergang auf sehr dünnem Eis. Nummer 3. Worte und Taten stimmen nicht überein. Es braucht nicht viel Anstrengung, um große Reden zu schwingen und blumige Versprechungen in Aussicht zu stellen. Aus den Worten Taten werden zu lassen, ist allerdings eine ganz andere Sache. Hüte dich vor Menschen, auch jenseits einer romantischen Beziehung, die immer nur leere Phrasen dreschen, aber niemals wirklich in die Gänge kommen. Sie sind so nützlich und hilfreich wie ein Klotz am Bein und spielen ständig mit deiner Hoffnung, nur um sie garantiert zu enttäuschen. Nummer 4. Mit Kritik an dir wird nicht gespart. Beziehungen sind Partnerschaften auf Augenhöhe. Jede Seite ist gleich viel wert und hat denselben Stellenwert innerhalb dieser Lebensgemeinschaft inne. Wer nun aber eine Seite meint, die andere ständig belehren und erziehen zu müssen, läuft etwas falsch in dieser Love Story. Kein Erwachsener hat das Recht, einem anderen ständig ungefragt seine negative Meinung aufzudrängen. Konstruktive Kritik ist grundsätzlich gut, aber in Dauerschleife oder als Flatrate will man dir damit wehtun, nichts anderes. Nummer 5. Du leistest die ganze Beziehungsarbeit. Die Qualität einer neuen Liebe kannst du an dem Aufwand erkennen, den jemand für dich auf sich nimmt. Geht die Initiative nämlich immer nur von dir aus und die oder der andere meldet sich nie, schlägt keine gemeinsamen Aktivitäten vor und findet den Weg zu dir niemals aus freien Stücken, bist du das Beziehungsmuli, das die ganze Arbeit leistet. Besonders bei Fernbeziehungen kommt dieses Ungleichgewicht schnell zutage, wenn immer nur ein Mensch das Pendeln auf sich nehmen muss, zum Beispiel. Nummer 6. Man behandelt dich wie Eigentum. Besitzergreifendes Verhalten verwechseln leider immer noch viele Menschen mit Liebe. Die Vorstellung, für den jeweils anderen so wichtig und unverzichtbar zu sein, dass dieser keine Stunde ohne uns auskommen kann, bedient falsche Vorstellungen von Romantik. Tatsächlich besteht ein himmelweiter Unterschied darin, ob jemand uns vermisst oder dominieren will. Wer ständig deine Aktivitäten im echten und im digitalen Leben stalkt, Abende mit Freunden sabotiert oder dich tagelang mit Schweigen straft, weil du etwas allein unternehmen wolltest, liebt dich nicht.
Sie oder er liebt Besitz und Eigentum und du bist Teil des Inventars. Nummer 7. Irgendetwas verheimlicht man dir. Geheimnisse sind keine gute Voraussetzung für eine Beziehung. Wir merken es übrigens erstaunlich schnell, ob man mit der Wahrheit hinterm Berg hält oder nicht. Unsere Intuition spricht Bände und versorgt uns mit dem nötigen Misstrauen. Problematisch dabei ist gar nicht so sehr das Verheimlichen an sich, sondern was unser Gehirn mit dieser Informationslücke macht. Trotzdem ist Vorsicht angezeigt, wenn heimlich telefoniert wird oder deine bessere Hälfte für Stunden von der Bildfläche verschwindet ohne Erklärung. Es muss nicht gleich eine Affäre sein, aber eigentlich kann nichts gut sein, dass man meint, verheimlichen zu müssen. Nummer 8. Deine bessere Hälfte äußert sich abwertend und verächtlich über andere. Achte unbedingt bei der allerersten Verabredung darauf, wie dein Date sich über Ex-Partner oder gemeinsame Freunde und Bekannte äußert. Mach ruhig den Test und fühle dieser Person ein wenig auf den Zahn, was ihre Meinung über unsere betrifft. Warum? Was wir preisgeben, indem wir uns über unsere Mitmenschen äußern, spiegelt ein ziemlich detailgetreutes Sittenbild unseres Charakters wider. Nummer 9. Verlässlichkeit ist ein Fremdwort. Last but not least solltest du die Flucht ergreifen, wenn deine neue Flamme ständig zu spät oder gar nicht auftaucht, Verabredungen in letzter Minute absagt oder sich grundsätzlich an nichts hält, was ihr vereinbart habt. Solche Menschen sind wie Treibsand, der keine Stabilität gewährt. Unser heutiges Fazit: Aus einem Wunsch wird keine Liebe. Es ist traurig, wie viele Menschen bei Partnerinnen und Partnern bleiben, nur um nicht allein sein zu müssen. Wirklich glücklich machen diese Menschen sie nämlich nicht. Sie fordern nur, wollen alles, ohne etwas dafür zurückzugeben und sind außerdem mit einem Auge stets auf der Pirsch nach amorösen Abenteuern. Auch Geheimnisse oder das Überschreiten persönlicher Grenzen sind No-Gos in Partnerschaften. Wenn du dich dann auch noch nicht einmal auf ihre Versprechen oder Zusagen verlassen kannst, bist du alleine definitiv besser dran. Frag dich unbedingt ganz ehrlich, ob diese Beziehung dich wirklich glücklich macht. Die Liebe bereichert unser Leben nämlich, wenn sie echt ist. Macht sie dich unglücklich, ängstlich, frustriert oder einfach nur wahnsinnig? Ist es dein Wunschdenken, dem du auf den Leim gegangen bist, aber sicher keine Liebe? Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.